Und das sind die 8 Teilnehmer, die diesmal um den Titel eines stärksten Mannes der Welt kämpfen. Rick Grizzly Brown, Profi-Catcher aus den USA. Klaus Wallers, der österreichische Catcher-Europameister. Der Finne Ilkka Nummisto, ein Kraft-Dreikampf-Spezialist. Uschko Markowitz aus Kanada, ein Polizeibeamter aus Toronto. Jean-Pierre Brulois, der Franzose, war früher Gewichtheber. Jean-Paul Sigmarsson, Sieger 1984, ein hühnerhafter Bodybuilder aus Island. Ab Molders, Holland, Kraft-Dreikampf-Spezialist und zweifacher Europameister. Und Job Cape, der Engländer, hat schon 8 ähnliche Bewerbe gewinnen können. Schauplatz der Strongest Man-Konkurrenz ist diesmal Nizza, die mondäne Stadt an der Côte d'Azur. Hier ein Blick auf die berühmte Uferpromenade, die Promenade Anglais, sieht auch Kulisse für den ersten der insgesamt 8 Bewerbe. Bewerbe, die spezifisch auf Kraftsportler zugeschnitten sind, die aber nicht unbedingt die wahre Leistungsstärke der einzelnen Teilnehmer widerspiegeln. Die Stimmung ausgelassen, Spaß und Unterhaltung gepaart aber mit Leistung. Der erste Bewerb ist das LKW-Ziehen. Hier geht es darum, einen 7,5 Tonnen schweren LKW über eine Strecke von 20 Meter möglichst rasch zu bewegen. Und im ersten Paar gleicht der Österreicher an der Reihe, nämlich Klaus Wallers gegen Rick Grizzly Brown. Die beiden Catcher kämpfen gegeneinander. Wallers in Führung. Die beiden Kontrahenten treten jeweils 2-mal gegeneinander an. Und Wallers gewinnt beide Läufe, wenn man das so bezeichnen will, gegen seinen Catch-Kollegen aus den Vereinigten Staaten, gegen Rick Grizzly Brown. Sie haben es wahrscheinlich gehört, Jean-Pierre Brulois, der Franzose, gegen Duschko Markowitz aus Kanada. Besonders schwierig der Beginn, aber wenn der LKW einmal in Bewegung ist, dann ist der Kraftaufwand sicherlich nicht mehr so groß, aber 7,5 Tonnen einmal in Bewegung zu setzen, da gehört schon ein gehöriger Kraftstoß dazu. Und Markowitz gewinnt gegen Brulois. Beide Läufe. Braucht ungefähr 22 Sekunden für die Strecke von 20 Meter. Im dritten Paar jetzt Jean-Paul Sigmarsson gegen den Finnen Ilkka Nummisto. Und ich glaube, ein totes Rennen war das zwischen den beiden. Er kann recht gemütlich sein, der gewichtige Rick Grizzly Brown. Im vierten und letzten Paar jetzt Job Capes und Ab Walders. Job Capes mit 37 Jahren, einer der älteren Teilnehmer hier. Hier haben wir ihn im Bild. Und er gewinnt gegen den Holländer Ab Walders klar. Hat auch die beste Gesamtzeit aus beiden Versuchen. Und damit gewinnt Job Capes den ersten Bewerb. Klaus Wallers ist Vierter. Und am gleichen Ort geht weiter mit dem zweiten Bewerb. Klaus Wallers wieder im ersten Paar, diesmal gegen den Holländer Ab Walders. Und ich werde Ihnen, wenn die beiden auf der Strecke sind, einmal erklären, worum es hier geht. Sackrennen ist der offizielle Titel dieses zweiten Bewerbes. Dabei geht es diesen 100 Kilogramm schweren Sandsack auf die eine Seite zu transportieren, dann umzusatteln. Und einen 200 Kilogramm schweren, mit nassen Sand gefüllten Sack rücklinks Richtung Ausgangspunkt zurückzuziehen. Die Distanz jeweils 50 Meter. Bei diesem Bewerb gibt es ein Zeitlimit, und zwar die erlaubte Zeit sind 3 Minuten. Der Holländer ist schon klar vorne.
Und Wallers müht sich gehörig ab mit seinem Dampfsack. Ab Wolders 35 Jahre ist er alt, kommt aus Rotterdam, ist ein Kraft-3-Kämpfer. Und jetzt hat er nur noch wenige Zentimeter. Und im Ziel. Denn Klaus Wallers schafft es nicht in der vorgegebenen Zeit und gibt auf. Hier im zweiten Paar, der Senior Il Canomisto, ist schon 42 Jahre alt, gegen den behäbig wirkenden Rick Grizzly Brown. 1,80 Meter ist er groß und wiegt nach eigenen Angaben an die 180 Kilogramm, aber bei seiner Körperstärke, da differiert das Gewicht von Tag zu Tag. Nun ist er schon im Ziel. Braucht 1 Minute und 40 Sekunden der Finne. Und Probleme für Rick Grizzly Brown. Aber es geht sich nicht ganz aus. Brown gibt auf. Versucht sich zwar noch einmal anzufeuern, aber schafft es nicht in den vorgegebenen 3 Minuten das Ziel zu erreichen. Jock Cates hier im Bild. Er ist einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg gegen Jean-Pierre Brulois. Die beiden sind sehr flott unterwegs. Und bei Capes eine andere Technik, er hebt den Sack vorne auf, hat somit weniger Reibung und das macht sich bezahlt. Denn der Engländer ist schon knapp vor dem Ziel. Knapp 2 Meter groß, Jock Capes bei einem Gewicht von 162 Kilogramm. Und Capes schafft es in 1 Minute und 15 Sekunden. Da müht sich Jean-Pierre Brulois mit seinem Sandsack ab. Er hat auch vielleicht die falsche Taktik. Schleift den Sack vollständig am Boden. Da ist zu viel Reibung und dann gibt er auf. So, das vierte und letzte Paar jetzt. Jean-Paul Sigmarsson, der Isländer, gegen Duško Marković. Und die beiden sprinten regelrecht zur Wechselstelle. Und ähnlich wie Cape packt Sigmarsson den Sack hoch an. Und schauen Sie mal, wie schnell er unterwegs ist. Knapp vor dem Ziel Sigmarsson. Und er schafft 1 Minute und 6 Sekunden für den völlig verausgabten Sigmarsson und Marković kämpft hier knapp vor der Ziellinie. Ja, die Zeit ist abgelaufen, Marković schafft also auch nicht und damit heißt der Sieger in diesem zweiten Bewerb im Sackrennen Jean-Paul Sigmarsson vor Geoff Capes und Klaus Wallers belegt den 7. Platz. Gesamt ex aequo in Führung jetzt Geoff Capes und Jean-Paul Sigmarsson, Wallers ist 6. Dritter Bewerb. Die 8 Athleten sind in den Jardin Albert übersiedelt und Klaus Wallers macht wieder den Beginn. Es geht darum, diese 5 Steinkugeln möglichst schnell auf die bereitgestellten Fässer zu transportieren. 95 Kilogramm wiegt die erste Kugel, 110 die zweite, die Wallers jetzt gehoben hat.
Gewicht steigt, 120 Kilogramm die dritte. Es geht zur vierten. 130 Kilogramm ist diese schwer. Klaus Wallers, 33 Jahre alt, Profi-Catcher, war früher Judoka, Militärweltmeister 1976. Und da musste sich der 120 Kilogramm schwere Wallers schön anstrengen. Aber geschafft. Bravo, Klaus. Jetzt der letzte, 140 Kilogramm schwere Steinkoloss. Aber das ist ihm zu viel. Dennoch. Vier Steinkugeln hat er geschafft. Bravo, Klaus Wallers. Wesentlich schlechter geht's hier Brillois, der nur zwei schafft, oder Rick Grizzly Brown. Er hört nach einer auf. Very, very frustrating. Very frustrating. Da ärgert er sich, der 180 Kilogramm Koloss aus den Vereinigten Staaten. Der nächste an der Reihe, Ilka Nomisto. Der Finne ist ein Kraft-Dreikampf-Spezialist, aber ein hervorragender Allround-Sportler. War in seiner Jugend ein hervorragender Kanute. War insgesamt fünfmal an Olympischen Spielen mit dabei. Seine beste Platzierung in den Kanu-Bewerben. Ein fünfter Rang 1968 in Mexiko. Ehe er dann zum Kraftsport übersiedelte und trotz des fortgeschrittenen Alters noch immer einer der populärsten und besten finnischen Kraftsportler ist. Jetzt hat er nur noch eine Steinkugel vor sich, die letzte. Könnte sich ausgehen, schafft er es als Erster, alle fünf auf das Fass zu bringen. Und, jawohl. Economisto als Erster schafft er es, und wie lange hat er dazu gebraucht? Eine Minute und 23 Sekunden. Und schauen wir, ob Job Cape diese Zeit unterbieten kann. Geht das recht flott an. Zum fünf Jahre jünger als Ilka Nomisto, kommt aus Hull Beach in England. Ist eigentlich ein Spezialist für Bewerbe bei den traditionellen Highland Games. Scheint hier schneller unterwegs zu sein als der Finne. Hier sieht man auch seinen mächtigen Oberkörper ganz gut. 141 cm Brustumfang, 112 cm Taille und 52 cm Bizepsumfang. Und es gelingt ihm, und er ist schneller als Nomisto. Braucht nur 45 Sekunden, damit geht er in Führung. Und jetzt der große Widersacher im Kampf um den Gesamtsieg. Jón Pál Sigmarsson aus Island. Mit mächtigem Gebrüll transportiert er da beinahe mühelos die Steinkugeln. Auf das Fass, ich sage Ihnen noch einmal die Gewichte. 95, 110, 120, 130 und jetzt 140 Kilogramm. Jetzt ist ja die Zeit und 40 Sekunden. Da hat er Grund genug zum Jubeln. Er ist der Wikinger, ruft er. Und er gewinnt diesen Bewerb. Sigmarsson vor Cape, Waller Fünfter. Und wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Der hat natürlich Sigmarsson seinen Vorsprung ausgebaut um einen Punkt vor Job Cape. Waller ist jetzt schon Fünfter. Auch der nächste Bewerb findet im Jardin Albert statt. Bei diesem vierten Bewerb geht es darum, die
drei aufgestellten Autos möglichst schnell umzuwerfen. Und auf der Strecke als erster ist hier der Franzose Jean-Pierre Brulois. Hat den letzten PKW umgeworfen und ist im Ziel. 32,6 Sekunden für Brulois und Numizza hat sich da verletzt beim Versuch, den ersten Wagen anzuheben. Klaus Wallers jetzt im zweiten Paar gegen Jean-Paul Sigmarsson. Und gestartet beide. Hoppala, da ist er ausgerutscht. Wallers vorne. Kann er hier den Isländer fordern? Nein. So setzt sich die Routine bei Sigmarsson deutlich durch. Er ist ja schon einige Male mit dabei bei ähnlichen Bewerben. Hat gute Figur gemacht. 1984 hat er gewonnen. 85 war er Zweiter. Und 22,2 Sekunden für Sigmarsson. Und auch Wallers kommt jetzt ins Ziel. 10 Sekunden langsamer dennoch. Beachtlich schlägt sich der Österreicher in diesem Feld der Kraftsportspezialisten. Sehen wir die Verletzung von Sigmarsson kurz. Eine Schramme, aber nichts weiter passiert. Ab Wolders gegen Duško Marković. So, sehr schnell unterwegs der Holländer. Letzte Hindernis und da geht's ins Ziel und 18 Sekunden. Mit einem Hecksprung hat er sich ins Ziel gerettet und auch Marković noch flott unterwegs. 25 Sekunden braucht der Polizeibeamte aus Toronto. Da hat sich Wolders verletzt, eine Zerrung zugezogen am Oberschenkel. Und im nächsten Paar Rick Grizzly Brown und Geoff Cape. Die Bestzeit von Wolders 18 Sekunden. Und Cape ist auch schnell unterwegs. Jetzt sieht es aus, 18 Sekunden die Bestzeit von Wolders. Und er bleibt 3/10 unter dem Rekord von Wolders. Damit heißt der Sieger Geoff Cape und angeschlagen hier Rick Grizzly Brown. Ja, dabei hat es die meisten Verletzungen gegeben jetzt bei diesem vierten Bewerb. Aber Geoff Cape, der diesen Bewerb gewonnen hat, entgegnet, ist eigentlich gar nicht gefährlicher als etwa Skifahren oder andere Sportarten. Man muss sich nur darauf einstellen. Geoff Cape, der muss es wissen, ein Spezialist. Sieger Geoff Cape vorab Wolders, Sigmarsson diesmal nur Dritter, da hat er einige Punkte eingebüßt und Wallers Sechster. Die Gesamtwertung sieht jetzt wieder Cape vorne, einen Punkt vor Sigmarsson, Kopf an Kopf also vorne und Wallers ist Siebenter mit 14 Punkten. Fünfter Bewerb, das Crucifix, wie es in der Fachsprache heißt. Und dabei geht es darum, diese Champagnerflaschen, sogenannte Methusalem-Flaschen, möglichst lange mit waagrecht ausgestreckten Armen zu halten. 12,5 Kilogramm ist jede einzelne Flasche schwer. Und der erste, den wir hier sehen, das ist Ab Wolders, der Holländer. Jetzt lassen die Kräfte schon ein wenig nach und da ist der Versuch von Wolders zu Ende. 42,7 Sekunden lang konnte er diese Flaschen waagrecht emporhalten. Ja, auch nur Misto verletzt und der nächste Duško Marković. Und versucht sich auf recht eigenwillige Art hier anzufeiern. Holste Konzentration für Marković. Er hat den schwächsten Bizeps aller Teilnehmer, nur 47 cm Umfang. Und Marković hält es immerhin 1 Minute und 8 Sekunden. Numizzo kommt auf 12,7 Sekunden.
Wallace schafft auch nur 18,4 Sekunden und das sind die Fans von Geoff Cates. Aber schon frühzeitig verlassen ihn da die Kräfte. 25 Sekunden genau schafft Capes und damit verliert er seine Führung. Das ist schon vorauszusagen. Eine eigenwillige Vorbereitung hier von Jean-Paul Sigmarsson. Eine recht schöne Kulisse hier vor den Fontänen auf einem der Plätze in Nizza. Aber für diese schönen Bilder hat natürlich Sigmarsson keine Zeit. Konzentriert sich voll diese Methusalem-Champagnerflaschen. Noch einmal sei erwähnt, jede 12,5 Kilogramm schwer, möglichst lange zu halten. Ja, über eine Minute 11,3 Sekunden. Und hat er noch die Kraft für eine Pose. Schon beachtlich, dieser Bodybuilder aus Island. Jean-Pierre Brulois, der Franzose an der Reihe. Zentimeter sein Bizepsumfang, Brustumfang 128 cm, sind schon gewaltige Maße, die diese Kraftsportler hier haben. Auch schon über eine Minute. Wird das eine neue Bestzeit? Nein. Ganz knapp scheitert er um 2 Sekunden an Sigmarsson, aber dennoch. Eine Minute 11,1 Sekunden. Ich würde sagen, probieren Sie es einmal zu Hause. Allerdings mit kleinen Flaschen, probieren Sie es einmal mit einer Weinflasche. Imposant, die Figur, Rick Grizzly Brown. 1,80 ist er groß. Runde 180 Kilogramm wiegt er. Sein Brustumfang 165 cm. Die Teile lässt sich auch noch sehen mit 130 cm. Und der Bizeps, der ist gewaltig, 63,5 cm. Oberarmumfang für Rick Grizzly Brown. Steigert sich beinahe in eine Ekstase. Eine Minute hat er bereits geschafft. Und geht sich das aus? Ja, knapp. Eine Minute, 12,1 Sekunden. Eigenartige Freude hier des Amerikaners. Sie wird gefeiert von seinem Konkurrenten von Jean-Paul Sigmarsson. Brown gewinnt den ersten Bewerb. Vor Sigmarsson, Brulois und Wallace wird Siebenter. Gesamt führt Sigmarsson jetzt mit 3 Punkten Vorsprung auf Capes und Wallace ist mit 16 Punkten Siebenter. Wir sind hier am zweiten Tag. Erster Bewerb des zweiten Tages, insgesamt schon der 6. Tauziehen. Geht im direkten Duell gegeneinander. Sigmarsson gegen Rick Grizzly Brown und da muss er ins Wasser. Sigmarsson besiegt also Brown und steigt in die nächste Runde auf. Schauplatz dieses Bewerbes ist der romantische Hafen in Nizza und im nächsten Paar sehen wir Capes gegen Markovic.
Und da macht Capes kurzen Prozess mit seinem Gegner. Und auch er muss ins Wasser. Jean-Paul Sigmarsson im Vordergrund gegen Jean-Pierre Brulois. Und auch der kann sich gerade noch vor einem kalten Bad retten. Aber das bleibt ihm nicht erspart. Wenn er schon nicht beim Team hineingefallen ist, dann verhilft ihm Sigmarsson zu einer kalten Dusche. Ja, Spaß haben wir alle daran, trotz der doch beachtlichen Leistungen, die hier die 8 Kraftsportler dem Publikum in Nizza zeigen. Klaus Wallers, wir sind bereits in der zweiten Runde, hat in der ersten Runde Numisto als Gegner gehabt, der aufgegeben hat. Aber gegen Capes hat er keine Chance, der Österreicher. Und Capes qualifiziert sich für das Finale. Im Finale trifft er auf seinen unmittelbaren Konkurrenten um die Führung, auf den Isländer Sigmarsson. Und, ja, da ist er diesmal der Stärkere. Sigmarsson verliert und Wallers besiegt Brulois im Kampf um Platz 3 und erreicht somit seine beste Platzierung bisher. Sieger aber Capes in diesem Bewerb, zur Sigmarsson Wallers Dritter. Damit nur noch 2 Punkte Vorsprung für Sigmarsson auf Capes und Wallers hat sich verbessert, ist jetzt mit 22 Punkten Sechster. Siebenter und vorletzter Bewerb. Eine Übung, die den Kraft-Dreikämpfern sehr entgegenkommt. In Anlehnung an das Kreuzheben muss diese tote Last aus der Beuge heraus angehoben werden. Man muss gestreckt dann stehen und der erste Versuch bei 320 Kilogramm von Sigmarsson. Ich glaube, das war gar nicht für ihn. Hat er Freude. 320 Kilogramm also im ersten Versuch für Jean-Paul Sigmarsson. Jock Capes jetzt bei 340 Kilogramm. Gewicht ist auf einem Bootsanhänger montiert und wird je nach Bedarf erhöht. Als Dritter jetzt Markovic, ebenfalls bei 340 Kilogramm. Man tut sich da schon wesentlich schwerer, aber gelingt ihm. Ja. 340 Kilogramm schafft auch Markovic. Aber er ist nicht so locker wie Sigmarsson. Ab Wolders. Gewicht ist schwerer geworden. 360 Kilogramm jetzt. Ab Wolders, Kraft-Dreikämpfer. Ist 1,82 groß, hat ein Gewicht von 125 Kilogramm und ja, das schafft er. Wolders somit mit 360 Kilogramm in der Wertung. Brulois. Auch er Kraft-Dreikampf-Spezialist aus Lille. Da freuen sich die eine Landsleute. Gewichter Versuch für Brulois bei 360 Kilogramm. Geoff Capes bei 380 Kilogramm. Doch gut bewältigt. Sigmarsson beim gleichen Gewicht. Immer ein Lächeln mit dabei. Aber da war etwas falsch. Schiedsrichter lässt Sigmarsson diesen Versuch wiederholen. Schauen wir, ob er das schafft in der kurzen Zeit. Kaum Ruhepause.
Und da scheint es leichter zu gehen. Ist denn das möglich? 380 Kilogramm. Und das mit einem Lächeln. Jetzt ist Capes unter Zugzwang geraten. Capes steigert um 40 Kilogramm auf 420 Kilogramm. Ja, da scheitert Cape. Bleiben für ihn 380 Kilogramm in der Wertung. Und Sigmarsen beim gleichen Gewicht, ebenfalls 420 Kilogramm. Ein 92 ist er groß, 125 Kilogramm schwer, Brustumfang 130 cm, Taille 95 cm. Und sein füßiger Versuch, damit gewinnt Sigmarsen diesen Bewerb vor Cape. Wolders Brüller ex equo. Dritte. Und in der Gesamtwertung führt Sigmarsen jetzt mit 3 Punkten uneinholbar vor dem letzten Bewerb. Und Klaus Wallers liegt an der 6. Stelle, hat sich verletzt und macht dabei jetzt nicht mehr mit. Ist damit dabei auch Munizio und Brown, die auch kleine Bewegchen sich hier zugezogen haben und dann beim 8. Bewerb schon passen. Worum geht's hier? Hier geht's darum, diese 90 Kilogramm schweren Fetzer vom Schiffslandeplatz auf den bereitgestellten Transporter zu bringen. Es gibt kein Zeitlimit. Wer mehr Fetzer schafft, der ist der Sieger, ganz einfach. Markovic gegen Wolders. Für die beiden geht es ja noch um eine gute Platzierung in der Endwertung. Und da geht auch einem ganz gewichtigen Kerl wie es Duško Marković ist die Luft aus. Gerechtigt die Freude hier, Markovic. 3 Fetzer schafft er und das bringt ihm in der Gesamtwertung den 4. Platz. Ab Wolders wird 3. Und hier die beiden in Führung liegenden Sigmarsen, der als Sieger feststeht und Cape, dem auch der 2. Platz nicht mehr zu nehmen ist. Richard Capes ist der heurige Wettkampf, der letzte. Er hat insgesamt 13 Mal an solchen Veranstaltungen teilgenommen, 8 Titel gewonnen, 2 Mal den World's Strongest Man, 3 Mal die europäische Meisterschaft und 3 Mal die englische. Hat sich mittlerweile in seiner Heimat ein Imperium geschaffen, ist finanziell unabhängig, hat mit diesem Sport sehr viel Geld verdient, wird für die Promotion bei ähnlichen Wettbewerben immer wieder herangezogen und auch Sigmarsen ist drauf und dran, der große neue Star in dieser Sportart zu werden, wenn man sie vielleicht als Sportart überhaupt bezeichnen will. In seiner Heimat unwahrscheinlich populär, skandinavischer Meister zudem. Und diesmal zum 2. Mal nach 1984 Sieger im World's Strongest Man. Ist bereits das 4. Fass, das Sigmarsen in Richtung Transporter bewegt.
eines mehr als Cape, der gerade damit beginnt, das dritte aufzuladen. Und geht's noch weiter? Nein, Cape gibt einmal auf. Was macht Sigmarsen? Scheint nicht so, dass er aufhört, nein. Er zieht seine Show weiter ab. Packt das fünfte Fass. Statt noch einmal 90 Kilogramm ist es schwer. Er ist wirklich der Stärkste. Jon Paul Sigmarsen. Es hat den Anschein, als würde er sich freuen, wenn er sich anstrengen muss. Der Wikinger aus Island. Hier die Wertung des achten Wettbewerbes. Sigmarsen gewinnt vor Capes und Markovic. I am becoming stronger every year. Sigmarsen glaubt, dass seine Grenzen noch nicht erreicht sind. Er glaubt, noch stärker werden zu können. Und Rick Grizzly Brown bezeichnet ihn als den Muhammad Ali dieser Sportart. Ein würdiger Sieger also. Jon Paul Sigmarsen aus Island mit 4 Punkten Vorsprung gewinnt er auf Job Cape und dritter der Holländer Ab Wolders. Klaus Wallers wird Sechster, hat sich beachtlich geschlagen, der Österreicher in diesem für ihn doch sehr fremden Metier. Und mit einigen Impressionen von diesem 2 Tage lang dauernden Bewerb wollen wir uns auch aus Nizza verabschieden.